Weil früher hat man sich den Wohlstand erarbeitet, aber Arbeit gilt heute als uncool. Wenn Sie als Arbeitgeber überhaupt noch jemanden finden, der arbeiten möchte, dann stellen Sie sich darauf ein, dass Sie sich für das Bewerbungsgespräch nicht für eine konkrete Uhrzeit verabreden, sondern dass der Bewerber sagt, ich komme mal vorbei, wenn ich Bock habe. Ja? Und natürlich schwindet der Wohlstand so auf Dauer, wenn Erwirtschaften als sozial unverträglich gilt und Verteilen als sozial. Dass das nicht nachhaltig ist, kann sich eigentlich jeder Idiot ausrechnen, wenn er denn rechnen kann. Aber wer kann das heute noch? Ja. Jeder vierte Viertklässler kann nicht mal mehr lesen. Ja. Und es ist ihnen wurscht, weil sie auch das Zeugnis nicht verstehen. Ja. Wer braucht denn... Ja, wer braucht das heute noch? Wer braucht heute noch Rechnen, Schreiben und Lesen? Das ist ja was für Universalgelehrte, für Genies. Das kann man von normalen Menschen gar nicht mehr verlangen. Braucht man ja auch nicht mehr. An unseren Schulen muss man kräftig sein. Das ist wichtig. Der Umgangston ist rau. Heute werden nicht mehr die Schüler zum Gespräch gebeten, sondern die Lehrer. Und dann gibt es klare Ansagen. Hey, kriegst 5, mach ich dich Messer. Ja, da wird man als Lehrer auch mal großzügig bei der Notenvergabe. Und das ist alles jetzt nicht unbedingt nachhaltig.